schauen wir mal. Das hier ist wunderbar. Wunderbar, was ihr alles möglich macht. Und bevor der nächste Gitter kommt, möchte ich von euch, von dieser Seite, super. Von dieser Seite ein Friedensfahrzeug. Genau, optimal. Ihr seid! Ihr seid! Ihr seid! Ihr seid! Na gut, danke schön. Deswegen sind wir schon ein bisschen eingeheizt. Poppt eure Hände mal bitte hoch. Es gibt ein Musical. Ich möchte alle Hände sehen. Bis zum Tierpark. Mehr Hände. Klatscht mal die Hände. Zu Hause selber. Sind mehr Hände. Das ist ein Bild, was in die Welt geht. Und mit dieser Power will ich auch mal sagen, danke mich als Heimann an Querdenken. Die Chance zu bekommen, hier mitzuwachsen. Und jetzt kommt ein Mann, der heißt Kill This War. Und jawohl. Vielen Dank. Danke schön. Ihr seid die Beste. Attila wurde verhaftet. Echt? Ja, mein Mann hat es gerade gesagt. Ja, das ist kein Wunder. Liebe Menschen, wie war das nochmal? Gehen wir zum Reichstag, da sind wir eh noch. Was? No, das ist egal. Nee, 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 das ist schon von richtiger Stelle. Moin. Aber wenn es jetzt wieder umdreht, ich bin ja kein Opa. Die Oma. Ah. Yes! Berlin, seid ihr noch da? Ich habe euch ein bisschen Musik mitgebracht. Ah. Mein Name ist Killis Moore, ich bin extra aus Wien für euch angereist. Ah. Sind noch ein paar Österreicher da? Wo sind die Menschen? Ja, Alarme! So. Alarme! Und zusammen! Go! Ja, man sieht es hier natürlich ganz, ganz deutlich. Anders wie die Mainstream-Medien immer berichten von Rechtsradikalen und sonst was. Hier ist die Bürger, die Mitte, lauter Personen, die wohl sympathisch sind und einfach leben wollen und auch, ja, können. Gestellt. Wie war denn die letzte friedliche Revolution? Und es gab vor einem Jahr in Chile eine friedliche Revolution, wo sie ihre Rechte zurückgekämpft haben und am Ende sogar die Verfassung geändert haben. Und das schauen wir uns jetzt an. Die hatten nämlich einen Schlachtruf und der ging um die Welt. Und wenn das Video... Ah!
Das heißt so viel wie, das vereinte Volk kann man nicht besiegen. Und ich will solche Bilder um die Welt schicken, deswegen haben wir es auf Deutsch gemacht. Und zwar, wir Menschen zusammen im Frieden für den Wandel. Wir Menschen zusammen im Frieden für den Wandel. Wir Menschen zusammen im Frieden für den Wandel. Wir Menschen alle, wir Menschen zusammen im Frieden für den Wandel. Wir Menschen. Ihr seid die Geilsten. Das war's. Schön, dass du da bist. Ja, bitte, ganz her. Ich brauche euch später in der Hut. Wir schreien das alle. Und wir schicken die Bilder der friedlichen deutschen Revolution in die Welt. Oh. Die Zeit des Systems. Ja, hier kann man sagen, Deutschland ist am Boden angelangt. Ja, symbolisch gemeint oder vielleicht auch wirklich so. Wenn der Mensch zusammenhält, dann spricht durch ihn der Wandel selbst. Wir beenden jetzt die Spaltung aller Menschen. Die Angst um uns zu trennen, die Angst um uns zu lenken. Wir sind der Wandel, um das Platz und noch zu wenden. Wir sind frei und unsere Waffe ist das Denken. Es ist Zeit für den Wandel. Drum lassen wir das Alte gehen. Das System wurde von 7 Milliarden Seelen abgewählt. Der Mensch erhebt sich aus dem Untergrund. Das ist eine neue Zeitrechnung. Stunde 19. Es ist Zeit für einen Kampf. Gemeinsam zusammen. Die Wandel ist gekommen. Die Realität des Einziges vergangen. Und teilen und schreiben die Veränderung sind drin. Wir Menschen zusammen im Frieden für den Wandel. Wir Menschen zusammen im Frieden für den Wandel. Die Menschheitsfamilie ist jetzt erweckt, weil sie erkennt, dass nur die Liebe ihre Fesseln sprengt. Und sie selbst ist Zeit, Menschen selbst, so verliert die Pyramide ihre Existenz. Von oben oder unten, gegeneinander, miteinander, denn anders ist nicht schlecht, es ist nur anders. Wir sind alle zu tief überwachen, weil ich weiß, wir sehen den Ort, danach frei zu sein. Es ist Zeit für den Wandel. Das alte Game, das System wurde von 7 Milliarden Seelen abgewählt. Der Mensch erhebt sich aus dem Untergrund. Das ist eine neue Zeitrechnung. Schon genug jetzt. Ja, fand ich gar nicht so übel, gerade eben von der Polizei.
dass er nicht groß eingegriffen hat, sondern die Leute sind ja wieder runtergegangen und ja, sind halt Jugendliche. Tendenziell egal. Hey! Mein
Da, wenn jetzt darum geht, dann müsst ihr dann durchkommen. Oder gehst du ein Stückchen und dann geht's. Okay, alles klar, vielen Dank. So, jetzt schauen wir mal, was hier los ist. Vom Reichstag. Hier wird irgendwas abgeschenkt, beziehungsweise irgendwie eskaliert hier etwas, sehr seltsames. Da hat hier jemand
Ich denke, dass die 100 drin waren. Weißt du, das war ja auch nicht. Ja. Also die, die da drin sind, gehört da nicht rein. Steuern für dieses Verbrechersystem, das muss ein Ende haben. Da frage ich ihn, das muss ein Ende haben. Und das wird ein Ende heute haben. Wir werden Geschichte schreiben. Wir werden Geschichte schreiben. Sie können mir 10 Anzeigen in der Stadt, die Scheiße war, mein Ausweis, können Sie hier haben. Jetzt bitte rechts, diesen Wald, da kommt ihr ein bisschen Bier da, da könnt ihr auch zum Reis kommen. Es sind hier Ausweiche, die ich kann euch nicht aufweisen, dass sie aufweisen. Ich kann nicht verstehen, dass sie aufweisen. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen an der Seite wo durchkommen. Haben die gemacht? So, jetzt schauen wir mal, jetzt gehen wir mal durch die Gebüsche durch, dass wir mal woanders hinkommen. Aber da sieht es ein bisschen schlecht aus. Ich glaube, die kommen gleich wieder nach. So, jetzt schauen wir mal. Ja, die Polizei kann ja nicht überall stehen. So, jetzt probiere ich es mal ganz frech, ob ich durchkomme mit dem Presseausweis. Mal schauen, ob das funktioniert. Jetzt versuche ich mal zum Restaurant durchzugehen. Okay, danke sehr. Gehört die Dame zu Ihnen? Ja, die gehört zu mir. Meine Assistentin. Oh,
Also immer fleißig trainieren. Ja, danke. Bitte sehr. Jetzt habe ich gerade gedacht, jetzt muss ich es mal ganz frech mal probieren, ob das wirklich was bringt. Nee, ich habe es schon mal gebracht. Da bin ich auch durchgekommen, wo sonst niemand durchkommt. Und man gibt da nicht umsonst da hoch, gell? Dankeschön. Bitte sehr, gern sehr. So. Ja, sehr schön. Also auf jeden Fall bin ich jetzt durchgekommen, zum Reichstag. Natürlich mit Presseausweis ist das natürlich dann kein Problem. Ja. Wie bitte? Die Presse wird das hier zeigen, wie viele Leute hier sind, oder? Ja, sicher, sicher. Ich nehme fleißig auf. Ja. War es auch auf der anderen Seite? Ja, Freile. Ja, genau. Da ist auch alles voll. Ja, da sind ein paar Millionen. Ja, ja, ja. Willst du vielleicht vor Kamera, vielleicht was sagen oder so? Nein, okay. Das passt also. Aber es ist schon wirklich eine Hausnummer, was die hier versuchen zum Unterdrücken. Das ist, absolut. Das ist der Hammer, ist das. Ja, es sind jetzt halt, es sind jetzt auch gesagt die 30.000. Ja, 30.000 hier. Ja. Und 2 Millionen Namen dabei. Ja, die wird da wahrscheinlich noch in den Berichten sein, dass es halt mal 35.000 waren. Ja. Warst du schon an der Siegersäule? Ja, freilich, ich komme von der Siegersäule, okay. Komme ich her. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. Und als Käuser, ja, da wird irgendwie was aufgelöst oder fragt mich, was reicht das. Und wir sollen hierher kommen. Ich habe allerdings ein paar Leute verloren, weil ich ja immer fleißig beim Filmen bin. Und na, dann hoffen wir, dass du sie wiederfindest. Ja, so. Schauen wir mal. Okay, bis dann. Ja, bitte. Ciao. Ah, berittene Polizei. Auch mal was Tolles. Was? Oh, wow. Mit Schutz. Ja, es ist halt doch ein bisschen, es tut mir ein bisschen weh. Wenn ich jetzt mitbekomme, dass die Polizei mit den Pferden auf dem Asphalt ist nicht so toll. Aber so wie ich das einmal weiß, noch von früher her, jetzt lässt einer natürlich was raus. Ja klar, aufräumen. Ja, auf jeden Fall gibt es ja da spezielle Hufe, wo es gar besser ist. Ja, aber es ist natürlich ein tolles Privileg, wenn die Polizei Bedienste, die da reiten darf, und ist natürlich wirklich ganz toll. Gut, jetzt schauen wir mal weiter zu der ganzen Geschichte, wie es hier so geht. So, jetzt schauen wir mal. Was reden die denn da überhaupt? Was ist das für ein Unfug? Sind überhaupt noch zurechnungsfähig? Also das ist ein langer Weg, aber wir haben keine Zeit mehr. Der Impfstoff wird im Q1, Q2 nächstes Jahr wird er da sein. Und dann werden sie meine Kinder holen, an die Tür klopfen und sie werden sie impfen wollen. Was will ich denn da alleine machen? Was soll ich denn da tun? Soll ich auf die Polizei schießen? Das kann ich 5 Minuten lang machen und dann bin ich tot. Da ist keinem mitgeholfen. Also alleine werden wir das nicht schaffen können. Wir müssen zusammenstehen. Wir müssen den Arsch endlich hochkriegen. Und vor allen Dingen, es muss leider diesem Volk noch schlechter gehen, bis sie ihren Arsch hochkriegen und sich endlich aus ihrer Wohlfühlblase rausbewegen. Ja, alle denken noch, es geht schon irgendwie. Ach, das schaffen wir schon, es geht noch gut. Nein, ihr werdet jetzt die Hunderttausenden, die Millionen von Arbeitslosen erleben. Und an jedem hängt eine Familie dran. Hängt eine Frau, hängen Kinder dran, hängen Schicksale dran. Ja, was haben wir jetzt schon an Depressionen in diesem Volk? Was haben wir an Selbstmord? Wir erfahren es ja schon gar nicht mehr. Es gibt seit 2018 keine Zahlen mehr darüber. Warum wohl eigentlich? Hat sich da mal jemand drüber Gedanken gemacht? Weil es den Leuten mittlerweile so schlecht geht. Mich rufen Leute an und sagen, ich muss mal mit ihnen reden. Ja? Endlich habe ich mal jemanden, mit dem ich mich austauschen kann. Deswegen meine Bitte an euch, seid ihr füreinander auch da. Ja? Leistet euch gegenseitig Hilfe, sprecht miteinander. Ladet andere dazu ein, komm, wir reden miteinander. Lasst euch gegenseitig nicht allein, weil die Zeit, die jetzt kommt, wird richtig beschissen werden. Die nächsten Wochen und Monate werden dramatisch werden, weil schlicht und ergreifend das Leid größer werden wird. Aber dann ist der Apfel leider endlich reif. Dann wird der Apfel vom Baum fallen. Und dann wird es leider ungemütlich werden.
Aber trotzdem, wir bleiben friedlich. Ich rede nicht davon anzugreifen, aber ja, ich rede davon, sich zu wehren, sich zur Wehr zu setzen. Und das heißt dann auch, schlicht und ergreifend, mit vielen Leuten auf den Straßen sein. Und lasst und rennt nicht diesen falschen Propheten hinterher. Wir kommen mit dieser Spaßveranstaltung hier und ich habe es, ich schicke das gleich raus. Ich habe gesagt, Freunde, Querdenken, das war eure letzte Chance. Und ab nächster Woche sage ich euch den Krieg an. Es reicht mir mit euch. Dieser fehlgeleitete Widerstand, den lasse ich nicht länger zu. Ja, und wir werden jetzt mal schön langsam die Maske runterziehen. Und das hat nichts mit Spalten zu tun. Denn Spalten hat, es geht ja nicht darum zu sagen, das sind die Schlechten, das sind die Guten, ja, und nur mit uns. Sondern zu sagen, wer sind die? Ja, macht euch mal schlau über die, wer die da sind. Was sind das für Leute? Sind das Leute, die irgendeiner Sekte angehören? Sind das Leute, mit denen finanzkräftig im Hintergrund Leute aus bestimmten Organisationen ein Interesse verfolgen? So, und das werden wir in der nächsten Woche aufklären. Denn mir stinkt es jetzt langsam. Ja? Und mir ist es scheißegal, was irgendwelche Leute darüber denken, weil mir geht es um meine Kinder. Hier, die Uhr läuft ab. Die Uhr läuft ab, die stehen demnächst vor der Tür, haben den Impfstoff und werden meine Kinder impfen. Und dann, ja, bis dahin muss etwas getan werden. So, und die Zeit ist rum, die Zeit der Aufklärung ist rum, ihr braucht nicht mehr mit anderen Leuten darüber zu reden. Wenn wir jetzt noch nicht erreicht haben, werden wir nicht mehr erreichen. Ja, wir sind, wer hat denn das bezahlt? Ja, die Frage stelle ich mal. Wer hat das bezahlt? Und da möchte ich gerne mal von den Querdenkern Antworten haben. Ich möchte gerne mal wissen, lieber Michael Ballweg, was hast du mit der organischen Christengemeinde in der Schweiz zu tun? Was hast du mit Ivo Sasek zu tun? Was hast du mit Human Community zu tun? Was hast du mit RT23? Das ist ein Zirkel, ein Roundtable, da geht es um die, wie heißen sie, diese Fuzzis da? Diese Freimaurer, genau. Was hast du damit zu tun? Ja, da geht man nicht einfach mal rein und raus und wieder hin und her. So, welche Leute stehen dahinter? Wo kommt das ganze Geld her? Wie geht das hier? Und warum hindert ihr permanent, jeden Tag aufs Neue, Menschen daran, Widerstand zu leisten? Ihr seid keine Widerständler, sonst würdet ihr die Menschen daran nicht hindern. Es geht nur darum, dass ihr Rechtsanwälte, Klagenpaten, gebt uns euer Mandat, wunderbar, herzlich, dann können wir abrechnen nach GO, der Geschäftsordnung für Rechtsanwälte. Hat einer von euch mal irgendetwas in der Schule erreicht mit diesen Schreiben dort? Nichts erreicht man damit. Die werden abgeschmettert und weggeputzt, dass es nur einfach so kracht. Ja? Ein Geschäftsmodell für Rechtsanwälte steht dahinter. Was ist mit dieser ganzen Merchandising-Scheiße? Ja? T-Shirts, die überteuert verkauft werden, Aufkleber etc. Wo geht denn die ganze Kohle hin? Was ist mit den ganzen Spenden, die da reinkommen? Da kommen zigtausende von Spenden rein. Wo ist die Kohle? Was macht ihr damit? Wie wird das Ganze hier finanziert? So, das möchte ich wissen. Hosen runter, Antworten geben, verdammt nochmal. Weil das kann nicht sein, dass hier Millionen Menschen hinkommen und werden so verarscht wie heute. Das war eine Verarschung par excellence. So, mir reicht's jetzt. Jetzt habe ich genug gesagt. Schickt das raus in die Welt und er soll sich bei mir melden. Wahrscheinlich hat er den Arsch dafür nicht in der Hose. Macht's gut, Freunde. Und das hier darf nicht mehr passieren. Nicht nochmal. So. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen aufgeklärt. Mario! Seid ihr nur hier reingekommen? Wie du? Nee. So, liebe Leute. Hallo Berlin. Ich bin offiziell reingekommen. Wer ist Patriot von euch? Und wer hasst Deutschland? Da hinten habe ich eine Hand gesehen. Da ist eine Frau, die hat gestrickt in diesem Haus da hinten. Wisst ihr, was das ist? Das ist das Kanzleramt. Diese Frau hasst unser Land und deswegen muss sie weg. Merkel muss weg. Wenn ihr richtig laut schreit, dann hört es vielleicht. Komm, lass mal. Merkel muss weg. Merkel muss weg. Super. Merkel muss weg. Merkel muss weg. Merkel muss weg. Merkel muss weg. Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! So, und bei dieser Clique, bei
bei der Politikerklicke ist es wie bei einer Hydra. Du schlägst einen Kopf ab und sieben wachsen nach. Also es reicht nicht, wenn wir jetzt nur Angela Merkel wegschicken, in die Wüste schicken, ins Gefängnis sperren, sondern wir müssen die gesamte Clique dort oben austauschen. Die ganze Clique muss weg. Leute, ihr seid grandios. Genau so ist es. Perfekt. Und noch ein Megafon da hinten. Meine Damen und Herren, ich bin selber Politiker. Mein Name ist Stefan Rempel, ich bin Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg und ich hasse dieses System. Ich liebe unser Land, aber ich hasse dieses System. Es ist ein parlamentarisches System der Selbstbereicherung, der Korruption. Die Politiker sind nur Marionetten. Wir leben in keiner Demokratie, meine Damen und Herren. Gehen Sie raus in Ihre Familien, gehen Sie zu Ihren Nachbarn und sprechen darüber, dass wir in keiner Demokratie leben. Das, was uns die Medien verkaufen, ist eine Show. Es ist eine Lüge. Es ist eine Simulation. Ihnen wird gleich schon von vornherein von der Regierung in den Schulen, die der Regierung unterstellt sind, über die Kultusministerien, wird Ihnen eingebläut, dass wir hier in einer Demokratie leben und eine Gewaltenteilung hätten. Das ist falsch, meine Damen und Herren. Jeder von Ihnen natürlich, der hier steht, weiß es, dass wir keine Gewaltenteilung haben. Dass die Staatsgewalt nicht vom Volke ausgeht, sondern dass die Legislative mit einem Wahlrecht an die Macht kommt, das jeder demokratischen Legitimation widerspricht. Unser Wahlrecht ist keine demokratische Wahl. Und das wird unseren Kindern falsch erklärt. Ich erkläre es Ihnen. Warum ist unsere Wahl keine demokratische Wahl? Warum? Was gehört zu einer Demokratie dazu? Welche Stimmen? Ja? Nein? Und? Genau. Was haben wir bei der Bundestagswahl? Wir haben ein Ja. Richtig, wir können einer Partei ein Ja geben. So, haben wir eine Enthaltung? Doch, haben wir. Wenn wir nicht zur Wahl gehen, dann wird es eine Enthaltung, dann zählt diese Stimme gar nicht. Also die Nichtwähler, die größte Partei eigentlich, wird überhaupt gar nicht mitgezählt. Meine Damen und Herren, was für ein Irrsinn. Und jetzt, meine Damen und Herren, was das aller Schlimmste ist an dieser gesamten Demokratie, an dieser Demokratiesituation. Wir haben keine Nein-Stimme. Haben Sie sich schon mal gewundert, dass wir keine Nein-Stimme haben? Wenn ein Politiker Scheiße baut, können wir ihn gar nicht abwählen. Wir können nur einen anderen Verräter für ihn wählen mit Ja. Aber wir können keiner Partei ein Nein geben. Wir werden hier unserer Stimme beraubt, meine Damen und Herren. Niemand thematisiert das in den Schulen. Uns wird dieses System eingebläut als das Nonplusultra. Das, was die Demokratie ausmacht. Niemals wird ein anderes politisches System unserem gegenübergestellt. Wir vergleichen die Reichsverfassung mit der Weimarer Verfassung, mit der Paulskirchenverfassung und so weiter. Das machen wir. Aber nicht ein einziges Mal wird unser jetziges, aktuelles BRD-System mit der Schweiz verglichen, mit Schweden verglichen, mit Finnland verglichen. Nicht ein einziges Mal. Es ist eine Verdummung an den Schulen. Und es werden die Kinder nicht aufgeklärt, dass wir unserer Nein-Stimme beraubt werden. Können Sie sich vorstellen, wie lange Angela Merkel noch in der Regierung wäre, wenn man einer Partei ein Nein geben könnte? Und gestern. Und die stärkste Partei der Nichtwähler plötzlich zur Wahl ginge, weil sie auch wirklich was wählen können, weil sie ihren Wählerwillen auch klar ausdrücken dürfen. Und genau das haben wir. Wir haben keine Demokratie. Und ich bitte Sie, Ihre Nachbarn, Ihre Enkel, Ihre Verwandten, das mitzuteilen, wenn sonst nichts heute übrig bleibt nach meiner Rede, dass wir kein freies Wahlrecht haben, weil wir der Nein-Stimme beraubt werden. Unser Grundgesetz. Wir haben keine Verfassung, wir haben nur ein Grundgesetz. Und das sehen Sie klar daran, darf ich es mal haben? Dankeschön. Wie heißt du? Linus. Linus, möchtest du kurz was sagen hier zu den Leuten? Du bist jung, du bist aktiv. Komm, sag mal irgendwas, was dich hier bewegt heute, was mit dir los ist. Wenn du heute hier bist, sag mal. Ich bin heute hier.
wenn ich da was sehe. Ich bin dann dahinter. Und ich zufällig. Kommst du wieder her? Ich schaue mal, was da drüben ist. Jeden Tag müssen wir lernen, wie wir die Maske aufsetzen, wie die Regeln machen. So. Jetzt schauen wir mal, was auf der anderen Demo hier läuft. Das war hier.